Was ist der erste Eindruck von dieser Weltleitmesse für Bäder? Ja, wieder ein positiver. Ich glaube, als ich das erste Mal auf der Messe war, bin ich mit gemischten Gefühlen gekommen. Jetzt bin ich zum dritten Mal da und finde es mega. Also finde es total interessant, finde es total spannend. Was sich in den letzten 5 Jahren getan hat, und das ist ja die Zeit, die ich beurteilen kann, ist schon enorm. Was ist besonders augenfällig? Besonders augenfällig ist, dass es immer wieder innovative Sachen gibt, dass man immer wieder versucht, ans Alter zu denken, dass es also sehr zukunftsorientiert ist auf der ISH. Thema Älterwerden, Thema Pflege, in diesem Jahr ein ganz großes Thema. Farbe, was so ein bisschen Kreativität anbelangt, ja, dass man eben nicht langweilig bleibt und nicht sagt, das Bad ist einfach weiß und damit hat sich das. Und für mich das erste Mal recht spannend, ja, das ganze Thema Handwerk. Wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Montage, wie viel Akribie und am Ende des Tages, ja, dass wir Handwerker brauchen, dass wir das Handwerk echt unterstützen sollten und müssten, weil das eigentlich sehr spannend ist.